Letzter musste wegen eines kleinen Cuts an der Litze genäht werden und seine Stelle in der zweiten Abwehr nimmt der Klagenfurter Gerd Kompfein ein. Das sind also die Umstellungen. Zur zweiten Frage, werden Sie hier den Kader der österreichischen Mannschaft im Bild sehen. Ob die Mannschaft das 6:10 gegen die USA gut verkraftet hat, kann ich von vorneweg sagen, selbstverständlich. Sie war sogar sehr zufrieden, letztlich mit dem Ergebnis und vor allem mit dem letzten Drittel. Denn wenn man sich erinnert, nach dem zweiten Drittel im Startspiel der Österreicher hat ja durchaus eine noch viel klarere Niederlage gedroht. Und das letzte Drittel gegen die Amerikaner haben ja unsere Burschen gewonnen. Daher sind sie gar nicht sonderlich niedergeschlagen gewesen. Sie müssen allerdings, und das wissen Sie, heute gegen die Sowjetunion anders spielen, konzentrierter und disziplinierter in der Abwehr vor allem. Sie dürfen sich auf einen Fehler nicht einlassen, den sie gegen die Amerikaner begangen haben. Dass sie versuchen, das Spiel offen zu halten, mitzuspielen, das wäre gegen die Sowjetunion sicherlich tödlich. Hier der Kader der sowjetischen Mannschaft. Ich werde im Laufe des Spiels dann auf die Aufstellungen noch näher eingehen können. Interessant in der sowjetischen Mannschaft, dass es doch über den letzten großen Turnieren, ich denke da an die Weltmeisterschaft in Wien vergangenes Jahr, an den Canada Cup und zuletzt an das Silesia-Turnier einige Änderungen gegeben hat. Cheftrainer Viktor Titonov hat hier für die Olympischen Spiele in Calgary wieder vier neue Spieler aufgeboten. Namen, die Sie wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Jakin, Mogilny und Czernik. Der vierte Neuling im Team ist Lomakin. Der hat allerdings schon international für die Corona-Jahr ein paar Mal gespielt. Das sind die Schiedsrichter Dennis LaRue aus den Vereinigten Staaten und die Linesmen Horn, Amerika und Gurski aus Polen. Und auf ihn wartet heute Schwerarbeit. Das kann man zweifellos vorneweg vorhersagen. Andi Salat, der 23-jährige Goalie des österreichischen Teams. Die Sowjetunion hat Probleme mit ihren Torhütern. Im Tor steht heute wieder Sergei Mülnikow mit der Nummer 1 von CSKA Moskau. Man hat ja nach wie vor nicht den Nachfolger für den überragenden Tretjak gefunden. Zuletzt gab es um Beloschekin, der als Nachfolger aufgebaut wurde, eine Drogen-, Alkohol- und, was soll ich sagen, Nightlife-Affäre. Dann gibt es einen neuen, jungen Vormann in der sowjetischen Mannschaft, der heißt Vitali Samoilov von Dynamo Riga, ist hier der dritte im sowjetischen Olympiateam. Die UdSSR hat ihr erstes Spiel gegen Norwegen mit 5:0 gewonnen. Es war nicht mehr als eine Pflichtübung. Die sowjetischen Spieler haben sich nicht sonderlich angestrengt und der norwegische Trainer hat eine sehr interessante Aussage dazu gemacht. Er hat gesagt, vor allem die großen Alten in der sowjetischen Mannschaft, der berühmte erste Block mit Kasatsonov, Betisov, Trutov, Larionov und Makarov. Man hat ihnen angemerkt, es macht ihnen keinen besonderen Spaß mehr, keine besondere Freude. Sie sind nicht mehr sonderlich motiviert hier bei so einem großen Turnier. Sie sind vielleicht nur noch besonders mit Eifer bei der Sache in Spielen. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Olympic Satin Corral for Olympic Hockey Action with the team from USSR against the team from Austria. The starting lineup for today's game. For Team USSR, number one in goal, Sergei Milnikov. Number two in defense, Vyacheslav Fedosov. Number seven in defense, Alexei Kazatonov. Number 11 center, Igor Larionov. Numéro 2, un défense, Vyacheslav Fedosov. Numéro 7, un défense, Alexis Kazatonov. Numéro 11, au centre, Igor Larionov.
Ausmaß. Numéro 24, also, Alain Droit, Sergi Makarov. Meter breit numéro 9, Alain Gauss, Vladimir Koutov. For Team Austria, number 23 in goal, Andreas Salat. Number 6 at defense, Johann Sulzer. At number 7 at defense, Robin Sadler. Number 17 at center, Herbert Koch. Und die Turmreihe mit Herbert Pöchter, Führungsstürmer, dann anstelle von Rudi König, schon erwähnt Manfred Mühr und das Mittel, Tommy Sian, den wir hier erwischt haben. Finally, number 9 left wing, Manfred Mühr. Rudi König wird sicher ein bisschen traurig sein, dass er heute nicht aufgestellt wurde, denn er hätte heute sein 150. Member Spiel für Österreich bestreiten können und gegen dieses aber er hat, das hat er selber eingesehen, gegen die Amerikaner einfach schlecht gespielt, hat auch ein Tor. Ladies and gentlemen, the officials for tonight's game, the referee is Dennis LaRue from the USA, one of the linesmen is Edward Horn from the USA, and the other linesman is Julian Gorski from Poland. Mesdames et Messieurs, les officiers pour la partie ce soir, Denis Larue, les États-Unis, Edward Horn, les États-Unis, et Julian Gorski, Zum ersten Mal trafen die beiden Länder aufeinander im Jahr 56 in Wien 0-2. Dr. Ludek Bukas ist unser Chefcoach. Zum ersten Mal spielt er als Trainer gegen die USR für Österreich, gegen Viktor Sidonov. Mit der Tschechoslowakei hat er natürlich öfter schon gegen Spieler. Noch ein Blick auf den Hauptschiedsrichter, Dennis LaRue aus Amerika. Herbert Höck, der das Anfangspulli vornehmen wird, ist übrigens der einzige Spieler, der schon einmal in der Sowjetunion gespielt hat. Neben im Jahr 1976 in Innsbruck, der zweite damals, der noch im Spiel ist, eben Rudi König, der war heute also nicht dabei. Es gibt den ersten unerlaubten Weitschuss. Vielleicht hat man daran schon erkannt, dass sich die Österreicher in der Abwehr heute auf keine Risiken einlassen wollen und durchaus wollen, die und auf den Leitungsdeck kaum zu nehmen. Sicherlich eine richtige Sache. Robin Sadler, große Bild, der Austro-Kanadier. An der Scheibe ist Mühr auf Sadler. Sian, wir sind noch im eigenen Kessel, haben die Scheibe wieder rausbekommen. Und sie ist nun bei Larionov. Larionov noch hinter dem eigenen Tor, bringt Rutor. Unsere Mannen jetzt gegen die absolut stärkste Formation der Welt und Möglichkeit für Larionov. Scheibe ist bei Sian. Wir kommen aus den eigenen Gegner raus. Sian gegen Kasatonov. Zwischen jetzt gewechselt, aber die Russen noch mit ihrem ersten Block. Makarov an der Scheibe. Rippel sich dabei an Mike Shea. Larionov an der Scheibe. Jetzt für die Österreicher Grosshoff verfehlt das Tor. Kibitzki bei seiner ersten Scheibenberührung bei den Olympischen Spielen. Die Russen haben nach vor dem Kopf durch Petitov. Jetzt ist Temé noch da, das ist der dritte Sturm. Gehalten von Salat, der Schuss von Temé. Das ist wichtig für Andi Salat, dass er die ersten Schüsse gut verliert. Da merkt er natürlich, dass er den Raum bekommen wird, richtig in den Baum geschossen. Das war der Schuss von Anatoli Semenov. Schuli vom Tor. Semenov, Yashin und Svetlov, die russische Linie auf dem Eis gegen die Greenbank-Linie in der Abwehr Dorn mit Platter. Guter Einsatz von Schibitzki war das und Platzer auf die Scheibe. Fernschuss, ein Problem für Mülnikov. Lang
langer Pass auf Bettloff gegen Konrad Dorn. Kommt er vorbei, ja, aber bei Schuss geht er nicht. Schlachter. Schibitzki. Auf Dorn. Ah, Fehlpass, aber die Scheibe ist weg, das ist ganz wichtiger. Jetzt Yashin. Versucht, Komutov ins Spiel zu bringen. Die Scheibe wieder bei Semeno gegen Lebler. Gutes Backchecking der österreichische Stürmer. Und Eddie Lebler kommt mit dem Puck raus auf seinen Meter. Könnte vielleicht aber einen Österreich-Landes aufbauen. Knappel auf Lebler, Schuss von Lebler. Und gut geschossen. Ich gehe gleich weiter über Yashin. Dribbling von Yashin hingeblieben und nur weg mit der Scheibe. Das ist zwar keine schöne Methode, aber eine sicherlich richtige Taktik. Zweites sowjetische Sturm mit Kamenski, Bykov und Komutov auf dem Eis. Gegen die Lebler-Linie. Kamenski trippelt sich durch. Der Kamenski angespielt von Yashin, einem der neuen und Österreicher kommen über Peter Hacker. Ja, immerhin, Bykov hat doch schon zwei, drei Mal jetzt bei österreichischen Schützen eingreifen müssen. Nächster sowjetische Angriff läuft über Kamenski, er war sich bei Konstantin festgefahren. Zehnen Applaus für die sehr gute Defensivarbeit der österreichischen Mannschaft. Kurt Hanner gegen Petito. Der Konstantin, Mike Shea. Der jüngste Austro-Kanadier in unserer Mannschaft. Kasatonov aus Mogilny, Lomakin und Czernik. Das ist diese vierte ganz junge Linie. Kompain. Und wieder ist die Scheibe weggebracht worden. 4 Minuten gespielt. Ein flottes Spiel mit wenig Unterbrechungen bisher. Noch 0:0. Für uns kann es eigentlich nicht lange die Luft so stehen bleiben. Petito war auf Kasatov. Und wieder nur weg damit. Das gibt zwar einen unerlaubten Weitschuss, aber doch wieder ein paar Sekunden zum Verschnaufen und es kann gewechselt werden. Das ist Bernie Hart und hinter ihm Vladislav Brechler. Das ist der Fretter, der berühmte russische Tormann und davor Bernie Hartl und sieht auch an der Lippe seine kleine Verletzung. Arbeit für den sowjetischen Mannschaftsarzt. Das Spiel geht weiter. Der Schuss kam von Husarov. Makarov ist da. Zurück wieder auf Husarov. Der Schuss abgewehrt, kurz abgewehrt und vor. Der Torschütze dürfte Makarov gewesen sein, 1:0 nach 4 Minuten und 34 Sekunden. Schauen wir uns noch einmal an, Husarov schießt, Salat kann nur kurz abwehren, kein Verteidiger da und das dürfte sogar Krutov gewesen sein. Schauen wir uns noch einmal genauer an, Schuss von Husarov, ja, Krutov hat die Scheibe als letzter berührt und schießt ein zum 1:0. Da habt ihr große Spiel. Vladimir Krutov. Er spielt hier schon Vladimir bei seiner dritten Olympiade. Assisted by number 5, Alexei Kucherov and number 24, Sergei Makarov. Wie schon steht, am Nummer 9, Vladimir Krutov, assisted by... So, das Spiel läuft wieder über Larionov auf Kucherov. Verteidiger sehr offensiv. Sie haben natürlich sofort erkannt, dass die österreichischen Stürmer in erster Linie defensiv beschäftigt sind. Rücken sehr weit auf und machen das Spiel überhaupt nicht sehr schnell. Jetzt spielen unsere Spieler da ziemlich durcheinander. Letzter Pass von Husarov auf Krutov, zurück auf Husarov. Und jetzt wollte er Makarov ins Spiel bringen, aber die Russen bleiben im Scheibenbesitz durch Makarov. Und jetzt Sia. Wäre es wichtig, vielleicht für ein paar Sekunden die Scheibe in der Mannschaft zu halten. Fernschuss von Sian. Yashin.
Drehtor können die russischen Stürmer natürlich ziemlich frei bewegen, weil sie unsere Stürmer fast auf die eigene blaue Linie zurückziehen. Semenov. Und jetzt einmal ein Vorstoß für Gibisti. Gut gemacht, Gibisti. Und die Möglichkeit. Ja, der von Gibisti. 1:1, eine super Aktion in seinem Erstschule für Spiel. Silvio Gibisti erzielt den Ausgleich und direkt sich der Applaus. Großartig, bis dahin auf Windkreuzweg nach 5 Minuten und 58 Sekunden. Die erste gefährliche Aktion der Österreicher. Das ist die Methode, mit der wir hier heute spielen müssen. Auf Break lauern, schnell antreten und jetzt in der Tun versuchen, einfach kein Risiko einzugehen. Und also, das erste Tor, das die Sowjetunion hier in Calgary hinnehmen musste, hat Österreich geschafft. Ist ja auch etwas. In Norwegen sieht es ja 5:0 aus. Petito auf Kaminski. Er wird festgehalten, aber es gelingt nicht ganz. Von Schulze. Noch einmal der Zweikampf. Schulze Kaminski. Und die Österreicher angefeuert von den kanadischen Zuschauern über Werner Kerst, den zweifachen Torschützen gegen die USA. Das ist Koschepnikow. Koschepnikow anstelle von Bütkow in der zweiten Linie. Da hat also Viktor Tichonov gegenüber dem ersten Match gegen Norwegen Umstellung vorgenommen. Zweite Linie heißt also so Kaminski, Koschepnikow und Komutov. Ja, Cheftrainer Viktor Tichonov ist natürlich nicht sonderlich zufrieden, denn seine Mannschaft geht durchaus ein hohes Tempo, versucht in den ersten Minuten hier alles klar zu machen. Man kennt ja diese sowjetische Taktik. Währenddessen gab es den ersten Ausschluss auf dem Offen gegen Alexander Koschepnikow. Wegen High-Sticking und damit haben wir eine Powerplay-Chance. Alexander Koschepnikow, Powerplay-Linie ist Shay mit Sattler in der Abwehr. Vorne die Wiener Linie. Toren sind erlegt. Schade, Fehlpass. Aber sozusagen hat sich der Mensch hier ein bisschen verzettelt. Also, sind erlegt in der Mitte, Harand und Toren, die beiden Flügel. Darikov und Kusarov. Ja, das können wir sehr gut, diesen Penalty-Killing. Jay. Penalty. 1:15 haben wir noch Zeit. Also wir sind noch nicht ins Angriff hineingekommen. Nächster Versuch über Jay. Sattler. Ja, nur ruhig spielen, sich da nicht den Fehler hetzen lassen. Auch im Powerplay. Bedachtsam spielen, das ist die richtige Devise. Nenalik, noch hinter dem eigenen Tor, 50 Sekunden noch. Sattler auf Jay. Die Linie ist jetzt schon ziemlich lang herinnen, aber Bukas hatte doch keine Gelegenheit zum Deckung. Jetzt fliegt der Wechsel bei den Österreichern. Er hat die Scheibe durch Jacken Punkt gehabt. Jetzt Konrad Dorn. Noch 25 Sekunden Überzahlspiel für unsere Mannschaft. Herbert Pöschenstab. Auf Dian. Versuch der Pass. Dian kommt noch an die Scheibe, attackiert von Pettisov. Pettisov hat sich durchgesetzt. Platzer auf Dorn. Jetzt wird gleich Koschepnikow wieder mit dabei sein. Pöschenstab. Dian. Bleibt hängen und die Russen sind komplett. Ja, da muss Platzer aufpassen, da hat gleich Koschepnikow eingegriffen. Für sich da im
Umkreis des eigenen Tores, die Verzettung, das ist gefährlich. Doch, das ist Toro. Scheibe ist noch frei, jetzt Krutop. Tor. Zweites Tor von Krutop zur 2:1-Führung nach 9 Minuten und einer Sekunde. Und es ist genau nach einer Situation passiert, die unsere Mannschaft versuchen muss zu vermeiden. Nämlich im eigenen Torbereich über sich verlieren, sich da in unnütze Dribbling einzulassen. Nachdem Katastonov schon die Chance hatte, hat dann letztlich Krutop abstauben können. Scheibe wurde sogar von Kutov, wie wir hier gesehen haben, noch ein bisschen gehabt. Number 7, Alexei Katastonov, and number 24, Sergei Makarov. Hoppa. Wieder sowas, das darf nicht öfter passieren. Radionov, auf den Tito. Die versuchen, die Scheibe unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt ist es, glaube ich, gelungen durch Schipinski. Kuschnik. Petito. Brutto. Gerade gegen diesen ersten Block, da darf man gar nicht versuchen, mitzuspielen. Darf man nur versuchen, den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Mit allen erlaubten Mitteln. Makarov. Krutov ist wieder da, auf Larionov. Ja, jetzt sehen wir mit der Schönheit keine Scheibe. Dribbling auf einen Quadratmeter, aber jetzt haben sie das Freebank abgepfiffen. Abgepfiffen, 2 Minuten. Glaube, Fürste gegen unsere Mannschaft, gegen Kuschnik ausgesprochen. Und Dennis Larue. Oder es ist sogar einen Doppelausschuss. Nein, doch nur ein Österreicher raus, und zwar ist es nicht Kuschnik, sondern sein Mannschaft, Vereinskollege Greenbank, da sehen wir sein Vergehen. Kelly Greenbank also für 2 Minuten drauf. 9 Minuten 50 sind gespielt. 2:1-Führung für die UdSSR. Jetzt im Powerplay die Yashin-Linie mit Semenov und Kerstin, gut gemacht von Werner Kerstin, und die Spieler auf Dorn. Tarikov, auf Yashin. Yashin immer noch. Domenov wieder zurück auf Yashin. Semenov. Semenov hat nach wie vor den Punkt. Jetzt haben die Russen die Plätze bezogen. Fernschuss von Starikov. Letzte Schossen. Wieder Semenov an der Scheibe. Wird nicht attackiert. Und Salam. Nicht in diesen Leerpass vor Tor hineingefahren und konnte die Scheibe unter Kontrolle bringen. Ja, eine Minute fast haben wir überstanden. 57 Sekunden, genau. Rote Fee, Anatoli, Semenov von Dynamo Moskau und dann Jürgen Körper. Weiter geht's mit einem Pulli vor unserem Tor. Bianchi auf Poschetikov. Der Bianchi, ein Neuling in das Turnier. Komuto auf Bianchi. Guter Pass. Der Komuto. Hör, gesehen. Vergeben hat Poschetikov. Kann es nur recht sein. Wieder Poschetikov an der Scheibe. Wieder Komuto. Fernschuss. Abgelehnt von Salah. Bleiben die Scheibe bis zu Sennoch und jetzt kann Kompain die nicht weit genug wegbringen, die Scheibe. Komutov. Yakin, ja, es verstärkt sich natürlich der Druck. Noch 10 Sekunden, dann darf Greenbank wieder herein. Kaminski. Schuss von Yakin. Und irgendwie wurde die Scheibe abgelenkt. Haras trägt die Scheibe weg und wird sich verpasst. Wir haben also das erste Powerplay der UdSSR ohne Gegentor überstanden.
Koschevnikov zieht sich zurück, wartet einen Wechsel ab auf Kasatonov. Betisov attackiert von Lebler. Czernik zurück auf Kasatonov. Er setzt wieder Czernik in Position. Guter Einsatz von Sulzer. Scheibe kommt zu Betisov. Fernschuss von Betisov und abgewehrt die Grätsche von Andi Söller. Aber die Russen bleiben im Besitz der Scheibe. Durch Kasatonov. Der nächste Schuss. Aber diesen Bereich müssen wir wegkommen. Da vor dem eigenen Tor müssen unsere Spieler versuchen, die Scheibe wegzudrehen. Und sie macht das mit rechts. Bislang recht gut. Und jetzt in der Möglichkeit. Zu spät. Überraschte. Lebler. Schade. Hätte mehr draus werden können. Kommen wieder die Russen. Schuss von Kasatonov und abgewehrt von Salah und dann stoppt das Motiv hinab. Ja, wenn da in Kanadien eingesetzt werden, hätten wir den Motiv einfach weggemacht. Bei solchen Aktionen sehen sich die einzelnen Spieler ziemlich heikel. Allerdings da das Mann in die Scheibe noch nicht kommt, unter Kontrolle, sieht man hier auch deutlich. Und Motiv stoppt ein, zweimal nach. In dieser Situation sieht man, dachte ich nicht ganz. Seit 6 Minuten 49 noch ein Spiel im ersten Abschnitt. Österreich hält sich sehr gut. Liegt mit 1:2 gegen die Udessenberg im Rückstand. Von Rastov auf Greenback. Pass auf Kuschnik. Wieder Greenback an der Seite. Rutov holt sich den Puck von hinten. Darauf einmal auch ein energischeres Vorchecking einer unserer Sturmlinien. Darionov. Es gibt leider wieder einen Ausstoß gegen unsere Mannschaft. Die Russen haben auch ihren Joli bereits herausgenommen. Verzögert der Ausstoß also. Darauf. Und jetzt kommt der Pit. 2 Minuten wegen Stockschlag. Unter Torschütze? Nein, schließt ist es nicht. Der wird tatsächlich hinausgestellt. Macht sich kein Österreicher bereit, hier rauszugehen. Es ist wahrscheinlich doch Schibitzi. Silvester Schibitzi, unser Torschütze bisher. Team Austria penalty to number 21 Sylvester Savitsky, 2 minutes for slash. Powerplay also für die UKR im ersten Drittel. Finalité à l'équipe Autriche, numéro 21, Sylvester Savitsky. Le temps 12 minutes 52 secondes pour avoir 5 minutes. Pian, rechte Puck wieder weg. Und die UdSR muss wieder von hinten aufbauen. Er hat natürlich ihren ersten Block hineingestellt. Bestisov auf Larionov. Lutov an der blauen Linie zu Kasatonov. Und so, abgelenkt von Makarov. Den Fernschuss von Kasatonov und damit steht es 3:1. Mal ist es schnell gegangen. Krutov auf Kasatonov, dann kommt jetzt der Schuss und da hat Makarov den Stock dazwischen und dadurch hat es Salat keine Chance. TUSSR, also wieder schnell gefährt und damit den Schuss die Fälschung gibt, die unhaltbar macht. Und sonst wäre der Fälschung für Salat wahrscheinlich kein Problem gewesen. Also die berühmte erste Linie für die Tore ist die verantwortlich. Zweimal Krutov, einmal Makarov. Jakin auf Demenov. Haran. Der Pass auf Koren kam nicht an und daher wird wohl ein unerlaubter Weitschuss. Nein, die Schiedsrichter lassen weiter raus.
Kurzes Einsatz von vorne. Also die Scheibe wieder bei Jacki. Vorstoß ist verteidigt. Kommt unten in das Tor, das Tor. Und jetzt selber. Tempo, das die Rude R vorgibt, nach wie vor sehr hoch. Belkov. Auf Sadikov. Jetzt versuchen die Russen, unsere Spieler rauszulocken, und das ist nicht gelungen, da ist Kaminski. Und trifft für die Latte. Beschäftigung. Gomutov. Und jetzt für die Lebler. Gleich weiter auf Berg. Gutes Schädel von Berg. Wieder auf Lebler. Aber der bleibt hängen bei Sadikov. Stedler auf Schulze. Uzarov. Sadikov, wieder dieselbe Taktik, die weit zurückzieht und dann mit einem langen Pass die österreichische Defensivtaktik aufzureißen. Da steht Komutov frei. Und jetzt Raffel. Katastrophe. So geht die Kopf. Bleibt hängen, das wäre eine Kontermöglichkeit. Für Kern. Sich viel draus geworden. Schon wieder Komutov. Attackiert von Mühr. Köpf. Dian. Und die Scheibe bei Dorn. Zurück auf Tatsch. Ja, da ist die Situation des Abspielbahns aufgrund des Hochtempos ein bisschen zu genau, dass da tatsächlich geordnete Angriffe draußen stehen können. Der Tiefer. Da muss attackiert werden, das ist gefährlich. Und Platz der dritte Punkt weg, auf 4. Weg ist die Scheibe, das ist wieder in dieser Situation das Wichtigste gewesen. 2,5 Minuten noch, das gibt einen unerlaubten Weitschuss und wieder Bulli vor unserem Tor. Aber es ist deutlich zu erkennen, dass ein horrendes Tempo für österreichische Verhältnisse hier vorgelegt wird und Ludek Bukac kann durchaus bisher mit der Gegenwehr unserer Mannschaft verbinden. Wenn das Ergebnis auch so bleibt, dann ist es ohne weiteres im Rahmen der erhoffenen Erwartung. Hoppa. Jacki. Schluss von Jacki. Abgelenkt. Voilà. Wieder der erste Schirm da und schöne Kombination. Wieder abgewehrt. Und Friedman hat den Schuss. Führt ihn heraus. Gegen drei Russen versuchen sich da durchzusetzen. No Pushny gegen Stenno. Der Greenbank. Und ja, der Name hätte Jacki da für Winnikow den Schuss ins eigene Tor abgelegt. Wie ist die? Gut herausgespielt. Zeigt überhaupt keinen Respekt bei seinem Olympia-Debüt in Giorgi Bitti. Aber natürlich hat ihm sein Tor viel Auftritt gegeben. Makarov. Attackiert von Stenarik. Semenov, da ist der Schiedsrichter ein bisschen dazwischen geraten. Starikov. Semenov. Deadlock, schönes Dribbling. Hoffentlich kommt es da zu den Wir sind in der letzten Minute des ersten Abschnitts. Semenov von jeder Seite an Semenovic. Macht der Fahrer. Den Schuss abgeblockt hat Semenov. Und da läuft der Angriff über Deadlock. Kommt er vorbei? Nein. Leider ist es noch immer da in unserem Torbereich. Noch ein Wechsel.
Die Russen über Kasachstan. Auf Petita. Ah, wir haben das durchspaziert fast. Aber wir haben noch eine Möglichkeit. Schade, den Pass von Rappel. Yes. Die letzten 5 Sekunden. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Eddie Nebler bringt den Puck raus. Und das erste Treffen ist zu Ende. Österreich hat sich sicher blendend gehalten. Gibt zwar mit 1:3 im Rückstand, aber die UdSSR hat eine sehr hohe Spielfrequenz vorgelegt. Ist hier sicherlich bis an die, will ich sagen, an die Grenzen ihres Könnens gegangen, aber ist hier doch voll gegangen, das erste Treffen. Also, bei seinem ersten Olympia-Einsatz. Und das Spiel hat begonnen über Petito. Wieder der erste Block der Russen. Völk hat die Scheibe, aber ist außerhalb des kommender Wetterherrscher. Herbert Völk, der Einzige, der schon einmal gegen die Sowjetunion gespielt hat, damals vor 12 Jahren in Innsbruck beim 3:16. Da war er Mitglied der ganz jungen KSC-Linie mit Rudi König und der dritte Mann hieß damals nicht hier an der Quad Alexander. Damals übrigens war der Trainer der Österreicher ein Russe. Vielleicht noch an Juri Baumann. Es gibt ja sehr viele Bezugspunkte zwischen den Sowjetischen und den Österreichern. Also, ich habe vielleicht später ein bisschen mehr Chance, das von dir. Nach Vorarbeit von Pöck. Makaro. Dariono. Kommt nicht vorbei an Jay. Kleiner Kugel hier in der Ecke. Jetzt kann das auch noch die Schussposition. Und Robert Mann. Gut bei der Kraft, aber das braucht man bei der ersten Aktion gehalten. Noch einmal, der Schuss von Kasachstanov. Ja, unter seinen Schützen verliebt die Scheibe. Robert Mack war 1984 in Sarajevo nicht dabei. Damals durfte ja nur 2 Vorläufe genannt werden. Das war damals für die Österreicher besonders schlimm, denn Stankiewicz hatte eine Verletzung und konnte kein einziges Spiel bestreiten. Der österreichische Goalie in Sarajevo war Michael Russmann. Es gibt eine 2-Minuten-Strafe gegen Österreich, wieder ausgesprochen von Dennis Lavu. Muss sich einiges anhören lassen von unseren Spielern, auch vom Publikum. 2-Minuten-Strafe gegen unsere Mannschaft. Team Austria penalty, the number 24, Michael Schiech, 2 minutes for holding, the time is 1:03. Gegenüber einer der Sowjetunion im Falle von Kuschetnikow. Michael Schiech, bravo, retenu. The time in minute twice ago. Ein Powerplay Tor hat die UdSSR geschossen. War das Tor zum 3:1 im ersten Drittel. Lasse. Möglichkeit. Ja, das war jetzt auch ein Foul. Das hat er nicht geahndet. Zum Glück von Eddie Nebler. Darikov. Und Nebler nach einem Fehler da im Abwehraufbau, oder besser gesagt, ein Angriffsaufbau in der Abwehr bei der Rundstelle. Der Hennoch. Und Bein. Der Landesverbund bei Benenov, wieder ein Fehler, plötzlich da.
zwei solche Möglichkeiten nach dieser Reihe der Russen im Powerplay. Vielleicht der Spiel ein bisschen nachlässig. Man könnte es ja durchaus von vielen Weltmeisterschaften, von vielen der U-Deutschen gegen leichtere Gegner, dort sind die Schützen lang volles Tempo und dann lassen sie nach und ihren Vorsprung wieder nach Hause. Langer Pass auf Projektikov. Komutov stand nicht in Abseits. Aber Platzer hat ihm den Puck weggenommen. Dennoch, Projektikov. Pass für Bitte. Stockabwehr von Salas. Kamenski ist da. Von Max natürlich. Jetzt wieder Kamenski. Komutov. Angespielt. Und so, hat die Lücke erkannt, über Spitzenweg geschossen. Zweites Powerplay-Tor für die UdSR. Torschütze Andrei Komutov zum 4-2. Nach 2 Minuten und 53 Sekunden. Ganz genau getroffen. Von der Innenstange prallt die Scheibe dann ins Tor. Die USSR Goals scored by number 15 Andrea Komutov, assisted by number 22 Komutov hat ganz dritten Alexander Kochepnikov and number 13 Valery Kamensky. The time 2 minutes 53 seconds. Die Sowjetie compté par numéro 15 Andrei Komutov, assisted par numéro 22 Alexander Kochepnikov. Dennoch dürfen wir euch wieder versagen, ihre Taktik treu bleibt. Powerplay-Tore, 50 Minuten der Fassungsverwahl. Wir versuchen, die Menschen, wenn möglich, Strafen zu vermeiden. Zusätzlich gern. Jay auf Toren und Abwehr. Der Großaufnahme hier die Nummer 23, Andrei Domakin von Dynamo Moskau. Im vierten Angriff gemeinsam mit dem Jäger. Saros auf Makarov gespielt. Schulze. Der Schulze setzt sich durch und bringt die Scheibe raus. Abseits wird tief gespielt, weil wir die Scheibe haben. Bettler. Böck. Für. Bettler. Versucht das Spiel zu beruhigen, Kontrolle zu bekommen. Rizikov muss eingreifen auf den Sarov. Der Rizikov. Den eigenen Tor. Jetzt der lange Pass zur Mitte. Und auf dem Weg kommt die Scheibe zu Makarov. Und geil ist Platz da. Rutov. Rizikov. Darionov. Ja, ganz im Raum kombiniert diese Formation. Natürlich, perfekt. Jetzt haben wir aber die Seite. Nur für. Er überlässt die Pia. Er wird vom Kotov am Schuss gehindert. Liege der Wechsel. Marionov attackiert von Green Bank. Makarov. Robert Mack hat sich durchgesetzt gegen Sergei Yashin. Hier noch einmal diese Szene. Etwas mehr als 5 Minuten bis zum zweiten Abschnitt.
CBC. Schön gespielt, der Friedel. Hat die Scheibe noch. Ist allerdings dennoch. Jakin. Jakin passt zur Mitte, da stand wieder auf dem kein österreichischer Verteidiger. Jetzt Jakin. Ja, jetzt sind wir ein bisschen durcheinander da in der Abwehr. Die Abwehr mit Shay und Compain hat ein bisschen hier die Positionen verloren. Schuss von Jakin. Rebound hat Gott sei Dank nichts gebracht, aber noch immer die Russen. Und das musste jetzt das Tor werden. Unsere Abwehrspieler haben mit diesen Sekunden einfach über die total verloren und somit geht es nach Schuss von Sergei Jakin 5:1. Gefallen sind 6 Minuten und 8 Sekunden im zweiten Drittel. Team USSR goal scored by number 25, Sergei Jakin, assisted by number 3, Anatoly Semenov, and number 6, Lia Bianchi. The time, 6:08. Auf dem Menos, verfolgt von Brüster, von Brüster. Zweikampf haben wir uns diesmal durchgesetzt. Ja, da wollte Lebler mit der Bande spielen, das ist zu lieber kombiniert. Vor Motor. Oh, das war ein Stolz-Tor. Eine fliegende Aktion über Fertizov und der Torschütze war dann dieser Mann Kaminski zum 6:1 nach 6 Minuten und 53. Das Ball wurde leider doch ziemlich schnell hintereinander. Gleichwierig fast die gesamte österreichische Mannschaft ausgespielt und Kaminski hat auf kurzer Distanz nichts mehr wirklich nur noch gefällt. Innerhalb von 45 Sekunden hier zwei Tore der US. Schade, jetzt wird der gute Eindruck, den unsere Mannschaft lange Zeit hier machen konnte, verwischt durch diese Schnelltore. Torschütze war die Team USSR goal scored by number 21 Alexander Trukin. Nummer 21 Alexander Czechnik. Innerhalb von einer Minute drei Tore, das ist natürlich wichtig. Neuer Spielstand somit 7:3. Das ist ein Spiel durch Torres. Aktiviert von Bündikow. Bogini. Und so. Jakin. Pizarro. Martin verliert die Scheibe im Augenblick überhaupt nicht für uns. Im Augenblick haben unsere Spieler aber auch das Konzept verloren, ihren Angriffsaufbau zu stören und daher laufen die Kombinationen durch wieder zu diesem Mittelpunkt. Wieder Jakin hinter dem eigenen Tor. Kompain. Für Pött. Da sind die Pött und Sian im Weg gestanden. Wieder der Versuch eines Angriffsaufbaus über Mike Shay. Weit zurück gekommen, da die Onoff hat den Bus. Das tut doch. Ein genauer Rückpass. Dennoch. Jakin,
Ja, und durch die Blitzen laufen und laufen, laufen sie auf die Fähre. Was ununterbrochen scheiße ist für die sowjetische Mannschaft. Jetzt kommt ein Green Bank. Dorn hat dann wieder aufgepasst, könnte für Brinkel aufnehmen, Buschwürdigkeit, aber Buschwürdigkeit, er wollte Buschwürdigkeit anziehen. Jetzt Buschwürdigkeit und wird doch noch gestört. Noch haben wir die Chance, Platzer und Lüdigkeit rettet. Und jetzt haben wir die Seite. Immerhin, das war ein 1 bei Lüdigkeit nach Lüdigkeit der verlierten Nachwuchsspieler. Durch Nebenbein zunächst, dann durch Buschwürdigkeit und schließlich der Beitrag von Platzer. Hat er auch Sergei Mülnikow wieder einmal Arbeit. Lebler beim Bulli. Lebler und jetzt Jakin hinter unserem Tor. Und noch einmal ein Kupfgesicht. Und Stettler kommt heraus mit dem Fuß. Passt auf der Guter Hack. Ach, nicht verständlich. Da wäre damit ein Ausgleich für Jakin. Gut gemacht von Jakin. Stettler. Also Donald lässt weiter für Jakin. Passt rüber auf Pettito. Ist der Wiesel trotzdem geschossen. Zurückheilen muss Semenov. Also Donald. Vermutung. Wieder die Scheibe durch Hagan. Und wieder verloren, aber wieder bekommen. Mein Schild. Kompfein. Also in dem Fall sind noch 2 Meter durch seine Schicht passieren, aber Kompfein erkennt sich den Schick noch einmal. Hagan. Jay. Kompfein. Mit Banken und der hat Zeit gewesen. Der Schicht. Hagan fährt auf Schicht. Unerlaubt erweitert. Nein, es wird ein Foul gegeben. Eine 2-Minuten Strafe wegen Halten. Ich glaube, der russische Spieler muss hinaus. Jawohl, Kamenski. Da sehen wir ein Bild die Situation, dieser Zweikampf zwischen Harand und Kamenski. Und der, da sehen wir es deutlich, führt zu dieser 2-Minuten Strafe. Die zweite gegen die USSR. Valeri Kamenski ist draußen, also Überstall wird schön, wenn es jetzt als hoher Gemenge, das würde unsere Mannschaft wieder ein bisschen ausgeschieden. Dorn auf 4. Dorn, ganze Platte anspielen, gut auf, Platte, die Dorn, daneben, schade. Daraus ergibt sich aber das Break für die Russen durch Kommuto. Max. Auf Feld. Jan. Platzer, der eine sehr gute Partie spielt. Jan. Zurück auf Dorn. Guter Pass. Also, Möbler hätte ihn mitnehmen müssen. Hat aber noch die Seite. Zurück zur Mitte gespielt und da ist verschissen worden. 1 Minute noch Powerplay. Dafür hat die Sicherheit erkennt. Und Kusarov.
Befreiungsschuss. Noch ein Angriff. Aufbau. 40 Sekunden haben wir noch Zeit, dieser Zahl steht. Es ist nach wie vor die mittlere Linie da, aber scheinbar ist die Stelle. Macht er gut. Versucht Kerstin zu spielen. Nicht gelungen. Dennoch. Na, einer muss sich schon entschließen. Und dann hat Robert Max doch zugegriffen. 18 Sekunden noch Powerplay für unsere Mannschaft. Zweiten Abschnitt auf 5 Minuten und 10 Sekunden. Kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Domakin und Rehnbein. Bei Bulli. Bei Jay auf Springbank, die beste Möglichkeit, die Powerplay, die Bitsky, die Pushligan und Wilnikow hat die Scheibe. Wir haben noch ein Bulli in unseren Angriffsdrittel, aber nur noch 4 Sekunden, dann darf Kamenski wieder rein. Bleibt hängen. Und jetzt ist die U-Deutsche wieder komplett. Lomakin. Gleich eine Möglichkeit wieder. Wie ist die Möglichkeit? Die U-Deutsche ist nicht, aber kann man hier aufgepasst. Hat die U-Deutsche weggegeben. Oh, das war eine unfaire Attacke von Jaki. Da ist er dann raus. Eine unfaire Attacke gegen Kibitzi von Ilya Gatkin, der Mann mit der Nummer 6. Das war ein schlimmes Foul. Kann man so sagen? Zuerst der missratene Bodycheck und dann kommt da die Revanche-Aktion mit dem Ellbogen. Also das könnte da 5 Minuten sein, wenn Schiedsrichter LaRue ganz streng gewesen wäre, aber er lässt es bei 2 Minuten zunächst. Somit die nächste Powerplay-Möglichkeit innerhalb kurzer Zeit für Österreich, auch wenn es zu keinem Tor reichen sollte. Immerhin könnten wir damit wieder 2 Minuten gewinnen, um dem Ende dieses Drittels näher zu kommen. Denn diese Zeitdrittel ist doch maßweise von den Konzentrationsstrecken aufgetreten. In der Minute mit 3 Toren, die hätte nicht passieren können. Das ist den Anfang noch gut leistet, wenn wir das hier haben. Also, dort bin ich. Und er liegt auf Platzer. Super Platzer. Und Mündiger fängt ihn an. Gut abgelegt. Da haben wir große Bild. Martin Platzer aus Innsbruck, auch ein gebürtiger Villacher. Spielt heute vielleicht sogar die beste Taktik in der Nationalmannschaft. Er hat in seiner Karriere immerhin schon 41 Spiele gespielt. Wieder Platz für den Einsatz. Bleiben wir bei Zorn, im eigenen Drittel. So, wieder eine Attacke am Fahrrad, diesmal von Mataro. Und die Russen verärgert werden, das greifen sie auch zu Mädchen und sehr viel. Kontrollieren aber jetzt das Spiel in der numerischen Verlegenheit. Über Mascaro. Eine Minute noch. Aha. Gegen Petitov. Der. Aha. Petitov gegen Lebler. Ja, und den Petitov da niederzubringen ist nicht einfach. Der Stick hat er vorne.
Und immerhin ein Bulli haben wir noch. Noch 28 Sekunden. Über 20 Meter werden wir kämpfen. Unser erfolgreichster Olympiatorschütze bisher. Zwei Treffer gegen die USA. Und während wir nie große Teams gehabt haben, gab es da so ein paar Rededuelle zwischen Kasatonov und Petitov und einige Österreicher. Und als Folge dieser Einlagen muss Petitov auf die Strafbank. Mit den zwei Runden draußen. Wir haben 28 Sekunden die Möglichkeit, 5 gegen 3, nein, doch nicht. Denn auch Nebler wird genau. Petitov ist Petitov. Also dieser Zweikampf, Nebler, Petitov wurde mit einem Doppel ausgelöst. 4 gegen 3 heißt es somit. 28 Sekunden dann. Der mal und jetzt kann es also weitergehen mit dem Bulli vor dem nächsten Sport. Fehler, aber wir nehmen auch dann die Zeit, die Distanz unter Kontrolle bringen. Und jetzt sind die Russen gleich auf. Der vierte Mann ist da, hier ist hier. Kern, Schulze, Seidler operiert sich auf der linken Seite. Ja, hat noch die Seite. Ja, auf Kernkönigkeit, gut gemacht von Kern. Schade, das ist die knapp daneben. Hackenscheide vom Backhand auf Vorhand gezogen. War eine kritische Einlage von Werner Kern. Und mittlerweile geht das Spiel wieder weiter über Yassi. Immer noch Yassi. Ja, Mann. Abzug. 41 Sekunden. Dann sind beide Mannschaften wieder komplett. 3 Minuten und 53 dauert dieses Drittel noch, in dem UZR 4 Tore geschossen hat, 3 innerhalb einer Minute. Recht locker, wir lassen nicht die Kontrolle stehen an der Anstelle. Ein Mann, der so viele Eishockey-Schlachten geliefert hat, wie der Anfangsplatz, der hier mehrfache Weltmeister und auch Olympiasieger war, das war nicht mehr der Welt. Für den ist natürlich ein Spiel für die heutigen Österreicher. Dann ist die Kosetnikow, die Meule von Koren, Stockwaffen, zwischen Schuss von Lennox. So ist die Scheibe weit hinaufgegangen. Da sehen wir bei Stell noch die Spuren. Ein Treffer, möchte ich mal sagen. Da hat man wahrscheinlich einen Druck ins Gesicht bekommen. Blaues Auge. Kaminski. Dorn. Das ist ein paar Sekunden. Dann auf Nebler und setzt sich doch wieder mit von der Partie. Das ist jetzt der Fall. Kuschnik. Greenbank. Setzt sich doch.
Schaus ist noch da, Petitoki. Und in den Schuss hineingeworfen hat sich wieder einmal der ausgezeichnete Martin Platzer. Noch eine Möglichkeit, und jetzt müssen wir zu unserem Zeichen. Durch vor Petitoki. Alexander Koschevnikow brauchte hier nur noch abzustauben. Zum 8:1. Team USSR goal scored by number 22. Platzer konnte hier zwar Kaminski noch wegräumen, aber dann ist nach der Kunstabwehr von Max dann Koschevnikow. Willkommen nach dieser 10-minütigen Pause der nächste große Klickmesser. Donald, Bender. Eine Minute 39 noch diesen Abschnitt hier in großer Nase. Der Torschütze mit 8:1. Alexander Koschevnikow. Man sieht, wie vor einem Jahr wieder zurück, wie er sich der letzten Jahr gespielt hat. Hat er das dabei? Wir sind dabei zu reden, dass sich der Torschütze verloren hat. Es wird wohl das befürchtete zweistellige Resultat werden. Sehen wir, da ist nur noch zwei Tore. Das ist doch ein ganzes Schritt, das wir Programm für jeden Sperr ist ja sehr günstig. Dann beginnen die schwachen Gegner in Norwegen und Österreich zum Einstieg. Und dann kommen erst die schweren Kräfte. Mascaro. Spiel ist vorbei. Da sieht man die Chance da. Und jetzt haben wir. Ja, dann die Russen, die können ein bisschen zu sehr gespielt. Dann sieht man noch. Larionov wieder, der diese große Möglichkeit zuvor ausgelassen hat. Der Freiungsplan von Platte. Die letzten Sekunden. Da steht unsere Mannschaft noch ein. Lange Schlusspresse, bevor dieser zweite Abschnitt ging, doch klar an die Universitäre mit 5:0. Und phasenweise ist hier jetzt halt doch das passiert, was man hat versucht zu vermeiden gegen die. Hat er nicht versäumt. Wenige Sekunden dauert das zweite Drittel. Spielstand also 8:1. Mittlerweile habe ich den Grundschulmann-Vektor der österreichischen Mannschaft immer für den zweiten Erfahrung bringen können. An die Zahl natürlich von einem Schulstand offen, dass er vielleicht anschlagen kann.
das auch nicht so, warum abgestellt wird. Robert Schmack ist geworden. Ja, und im Olympic Saddle Dome scheint sich die nächste Sensation in diesem Eishockey-Olympiad von mir gestern anzubahnen. Den Schluss verändert die zweite Richtung. Die Nürnberger Fahrer werden nach der Zeitung. Jahre lang dann zu
Sicherheit ist besser. Zweimal hat der Manfred Mühe die ganz große, eigentlich nicht zu vergebende Chance auf das zweite Tor für Österreich. Sehen wir. Das war die zweite Möglichkeit. Aufgelegt vom Pöcken. Scheibe geht daneben. Andere Perspektive. Es waren nur ein paar Zentimeter. Aber eben leider. Bewegt die Scheibe ab zu Ostern. Mittlerweile hat Koschetnikow schon zum zweiten Mal im heutigen Spiel Platz auf der Strafbank. Vergehen, dass man Right.
Zettel auf die Schale. Keineswegs
ist auch nicht zu vergleichen mit der größten Niederlage in Sarajevo. Ballbedrängnis hat aber gut geschossen. Darione. Ein Vetter, der sehr stark geworden ist im Verlauf des Spiels. Der den Respekt, den er am Anfang natürlich hat, abgelegt hat. Eine zentrale Rolle spielt in unserer Abwehr. Wieder ist die Mühe gut angespielt worden. Bringt sich halt noch einmal zurück zur Mitte, aber dann war es dann gleich über Makarov. Makarov. Ab, wartet sich seine Kollegen die Positionen bezogen haben. Und jetzt die Brecher. Jetzt müssen wir schnell herausgehen. Das Tian, da kommt der Pass. Von dem Tian. Und der Schuss, leider zu sehr in die Mitte. Aber die Aktion war gut. Das war ein gutes Schuss. Ein zweites Tor für Österreich wäre dieses Schlussstück jetzt schon mehrmals möglich gewesen. Verstecken, wieder die Breakmöglichkeit, wieder 3 gegen 2. Müller schneller müsste spielen, Müller Pöck, da bietet sich Tian an, Tian aus Pöck. Schaffin, Westhoff, Werle, Jaschen ist da. Gott sei Dank, der Nachdruck, der Abschluss fehlt jetzt bei der Unterstärke Schlussrichtung. Yashin hat diese ganze Möglichkeit alleine vor Max vergeben. Das sieht es noch einmal. Er wollte ihn mit einem Haken täuschen, hat aber dabei selbst die Scheibe verloren. Sergei Yashin, Dynamo Moskau. Ja, noch 6 Minuten und 20 Sekunden. Jetzt so halten wir noch mit 0-0 auf. Es gibt einen Ausschluss. Oder doch nicht. Die Empfehlung ist, dass die Abschluss nicht sehen. Kein Ausschluss. Los, Kollegen, mit. Thank you.
Zeit Nummer 22. Ja.
Shots on goal in the third period, 6 for Austria, for a total of 18, 3 for USSR, for a total of 36. Jawohl.